Hallöchen, schön, dass ihr da reinschaut zu einer neuen Folge The Witcher 3. In der letzten Folge war ich hier irgendwo unterwegs und habe noch ein paar Quests gemacht, so wie in den ganzen Folgen vorher. Ich glaube, hier unten war ich, oder? Kann das sein? Und ich habe ganz zum Schluss, glaube ich, noch das Monsternest hier zerstört. Und jetzt habe ich hier oben noch 1, 2, 3, 4 Quests und einen bewachten Schatz. So, viel dazu. Ach ja, und ich habe festgestellt, dass mein Inventar von so Sachen wie solchen Büschen hier nicht überfüllt wird. Also, dass ich da so viel nehmen kann, wie ich da möchte. Also werde ich wohl auf dem Weg ab und zu mal sowas noch mit einsammeln. Aber jetzt werde ich mich erstmal auf den Weg... Wie war das gleich? Plötze rufen war X... Plötze, wo bist du? Plötze ist da vorne, warum auch immer. Jetzt komme ich doch nicht an dich ran, Plötze. Und dann... Na komm. Geht doch. Will ich erst einmal hier zur Sägemühle. Oder könnte ich eigentlich auch schnell reißen, ne? Komm schon, Plötze. Obwohl, wenn ich einmal auf Plötze sitze... Reite ich einfach mal da fix hin. So weit ist das ja nicht. So weit ist das ja nicht. Tun die Gelenke weh. Jo, außer ich mach sowas hier. So eine Grütze. Dann kann sie es natürlich noch ein bisschen hinziehen, bis ich da bin. Und ich weiß nicht so genau, wo ich hin muss. Ja, doch eigentlich so ziemlich geradeaus, jetzt einfach nur querfeldein, wenn das geht. Einfach nur querfeldein. Sollte dann gleich wieder ein Weg kommen. Aha. Hier ist die Kräuterfrau. Und dahinter ist wohl die Sägemühle. Schneller. Schneller, Plötze. Da ist der Weg. Wegweiser, Wegdingsi. Gerät. Und... Hier sind auf alle Fälle Gegner. Okay. Arr! Holles Wölfilein! Da hat er mich tatsächlich getroffen, der blöde Wolf. Hundetalg nehme ich mit. Nochmal Hundetalg. So, dann wie immer, kurz speichern vorm Kampf. Noch bin ich mir nämlich nicht so sicher an dem Ganzen. Spiel gespeichert? Ah ja, hier haben wir wieder ein paar coole. Guli, guli, guli. Das war jetzt irgendwie ein bisschen einfach, hatte ich das Gefühl. Na. Burn! Volles Ghoulvieh. Hups. Hui! So, alle erledigt und... Oh, eine Videosequenz. Na? Reisig zu holen. Oh, Wolf! Wo will er hin? Wolf? Easy. Weg war er, der Wolf. Oh, hier liegt da wegen einiges rum. Rohes Fleisch. Liegt denn hier noch? Haben wir die Wölfe gerissen? Hasenfell. War gut, dass ich das alles looten darf, hä? Oh! Wow! Oh, Necker! Hallo! Oh, Scheiße! What the fuck? Jetzt kann ich die ganze Gude nochmal töten. Was zum Henker war das denn? Die sind ja mal ultra mies.
Boom, halb tot. Boom, ganz tot. Yay, hervorragend. Ausweichen ist auch nicht so. Ach, zum Glück hat es hier noch gespeichert, wa? Und ich bin Stufe 3. Okay. Jetzt sind die ganzen Leichen weg. Na toll. Und ich darf sie nicht plündern. Ach, so eine Scheiße. Na gut, dann lasse ich aber die Neckar da mal in Frieden. Es tröpfelt. Gnade! Wenn ich je einen Sohn kriege, nenne ich ihn Geralt. Okay. Es tröpfelt. Wenn ich je einen Sohn kriege, nenne ich ihn Geralt. Na da. Habe ich denn hier wieder ihre Häuser zurückbeschafft, sozusagen? Und hier einen Händler freigeschaltet, oder wie? Kaufmann? Schöne Brille hast du auf. Zeig mir deine Waren. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Ja, was hat denn der so? Nur eine Wasserflasche. Ein bisschen Grünzeugs. Okay. Okay. Leb wohl. Leb wohl. Dann wollte ich mal noch gucken, was ich hier bei Alchemie vielleicht noch herstellen kann. Alkohol. Da fehlt mir noch Kirschlikör, okay. Was kann ich denn herzustellen? Alkohest. Okay. Mutagene, fehlen die Zutaten. Da auch. Kartesche, Teufelsbewusst. Was brauchen wir dafür? Sewandpilze, okay. Hier brauchen wir Wasseressenz, Berberrohr. Oh, Schellkraut brauchen wir ja noch, dann kann ich das auch herstellen. Hier brauchen wir Geißblatt. Öle, da fehlen mir überall noch Blumis, also sollte ich mal ein paar Blumis sammeln scheinbar. Damit ich die mal herstellen kann, die Sachen, einfach so. Das ist zum Beispiel Berberrohr, das hat man doch gerade, oder? Das braucht man doch für irgendwas. Brauchte mir das nicht für irgendwas. Hier haben wir noch Pusteblume. Schön. Ich glaube, ich will das aber nochmal versuchen gegen die Neckar. Dafür skill ich aber erst. Charakter. Regeneriert Vitalität. Das Rüstungsschmelze. Achso, das war hier. Das verbessert. Und Stufe 4 brauche ich dann, um das nächste freizuschalten. Na, dann packen wir einfach hier den Punkt rein, weil ich kann eh nicht mehr aktivieren. Als das. Und ich mag ja Art. So. Dann speichern. Und dann gehen wir doch mal das Ganze an hier mit den Neckar. Die waren doch hier irgendwo, oder? So in die Richtung. Da sind sie. Da ist nur einer. Stufe 6. Serie mir zugefügt. Neckar. Okay. Puh. Selbst einer macht schon viel Damage. Neckarblut, Neckarherz. Wo sind die anderen aber jetzt? Frage ich mich. Wo seid ihr? Ja, oh, da. I see. Gut, dann speichere ich hier wohl nochmal. Speichern. Einen haben wir ja immerhin erledigt. Kommen wir zu den nächsten. Oh fuck. Boah, die sind echt mies, ohne Witz. Huh. Hui. Alla, die Waldfee. Die sind echt nicht so ohne. Aber ich finde, das habe ich ganz gut gemacht. Kleines blaues Mutagen, kleines blaues Mutagen, Monsterzunge. Mutagen habe ich bis jetzt noch gar nicht so viele gefunden, oder? War mir zumindest so, dass ich da noch nicht viel hatte. Speichere ich hier nochmal, weil da kamen, glaube ich, noch mehr, wenn ich das richtig gesehen habe. Waren da vorne noch ein paar mehr.
Wo ist Fleisch? Habe ich wenigstens was zum Essen? Oh ja, da sind noch zwei. Oh, es hat mich getroffen. Uiuiui. Haha. Das hast du davon. Du olle Plinse. Kleines blaues Mutagen. Hey. Lohnt sich ja richtig. Bisschen Mutagene sammeln hier. So. Dann nehmen wir hier noch den Rest auf. Praktisch. So, jetzt wollte ich doch gucken. Ich habe das doch gerade gesehen gehabt bei Alchemie, oder? Blaues Mutagen. Kleines blaues Mutagen. Will ich mal kurz gucken. Hat mir das hier angezeigt? Kleines blaues Mutagen. Die Zeichenintensität plus 5%. Und wenn ich jetzt hier sage, ich will in der Alchemie, ne, Handwerk. Ah, okay. Kann ja aber viel herstellen, oder? Kann ich das einfach so machen? Gehärtetes Holz. Teile vorhanden. Schnur, Seide. Kann ich das einfach? Nur Waffenschmiede können Waffen und Rüstungsschmiede können Rüstung herstellen. So nach Symbolen, Standort auf der Minikarte. Hier kannst du Gegenstände herstellen. Hier kannst du Gegen hinstellen. Achso. Hä? Ist mir schon klar. Blödes Spiel. Also kann ich das hier herstellen, sozusagen. Nee, das sind Sachen, die ich beim Schmied herstellen lassen kann, oder was? Silberschwert, ah ja. Wipon-Schwert, Stahlwaffe, Wipon-Stahl. Das schätze mal besser als das, was ich anhab, oder? Auf jeden Fall eine ganz schöne Stücke. Dafür brauche ich noch Lederbänder und es muss mir irgendjemand herstellen können. Waffenschmied-Anfänger reicht aber aus, okay. Ich brauche dafür Silberbarren und Lederbänder. Wo kriege ich das her? Silberbarren, Silberplatte, Silberbarren. Brauche ich Silber? Na klar, logisch. Ich irgendwelche Gegenstände zerlegen, wo Silber drin ist. Und dann... Hm. Na gut, ich mache aber erstmal noch die restlichen Quests weiter hier. Plötze? Kommt zu mir. Ach nee. Ich wollte erst noch hier das blaue Mutagen herstellen. Das erhöht nämlich 2 und 2%. Ja, gut, okay. Besser als nichts, ne? Gegenstand herstellen. Erfolgreich hergestellt. Haufen Zeug her. Großes rotes, großes grünes. Und dann kann ich ja hier bei Charakter Mutagen. Habe ich ein. Mittagserscheinungsmutagen plus 50 Vitalität und jetzt kann ich da aber plus 7 und da ich das hier einmal blau drin habe, wird es um 14%, also verdoppelt. Hier wären es dann 21, wenn ich hier noch was drin hätte. Okay, gut. Plötze ist hier und weiter geht's. Ich hoffe mal oder ich schätze mal, dass mir das jetzt ein bisschen was mehr bringt. Ich weiß es noch nicht so genau. Nee, warte mal, ich soll nicht in die Richtung. Etwas links reicht aus. Die Sonne blendet. Nein. Laufplätze. Also ich würde sagen, die Neckar umzuhauen hat sich gelohnt. Und ich hatte auch Glück, dass da gleich 3 Mutagene drin waren. Schieb ab. Sozusagen. Hatte ich da großes Glück. Jetzt muss ich mal auf der Karte gucken, wo ich jetzt bin. Rechts von mir ist ein Fragezeichen. Will ich mich doch mal dahin auf den Weg machen. Ey. Da Gegner dort im Weg sind, werde ich erst nochmal speichern. Sicher ist sicher, wie man bei den Neckar gesehen hat. Wölfe, okay. Oh oh. Das sind nicht nur ein paar Wölfe, das sind auch noch... Oh, da ist auch noch ein Warg dabei. Ach, verdammt nochmal. Ganz schwach.
ganz schwach gekämpft hier. Und noch einen Treffer gefressen. Und noch einen. Komm. Holler Wolf. Was macht denn der? Ja. Aber es ging, muss ich sagen. Dafür, dass sie mich so oft getroffen haben, habe ich ganz schön viel ausgehalten. Verrückt. Verrückt. So, ein Warg. Fell, Fell, Fell. Hundetalk. Werbrohr. Okay. Kann ich da jetzt nicht noch irgendwas herstellen? Hat mir nicht Werbrohr für irgendwas gefehlt? Nee. Aber irgendwo hatte ich das doch, oder? Ah ja, hier. Aber da, ach so, da fehlt mir noch Schwarz... Wasseressenz, nicht Schwarzessenz. Ich nehme Schwarz. Und hab ein Essen. Und dann sind da drüben noch ein paar Wölfe. Die versuchen Rehe zu jagen. Okay, nee, auch ein Warg. Götter, helft mir! Komm her. Oh, das ist wieder so ein übelstes Rudel. Ach du Scheiße. Spiel speichern. Ich kann jetzt nicht speichern. Aber jetzt, oder? Jetzt kann ich. Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden gerade. Wieso hat denn der das Zeichen nicht eingesetzt? Steht, 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 nichts passiert, kein Zeichen. Ach, braucht man nicht. Wozu denn? Kann man hier keinen Honig pflücken oder so? Ein Bienennest? Schade. Ja, Apfel. Warum verliere ich denn Leben? Warum verliere ich Leben? Hat die Alte eigentlich die Wäsche abgenommen? Wieso habe ich denn jetzt Leben verloren? Das habe ich nicht verstanden. Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Von dem Bienennest oder was, weil ich mich daran gestellt habe und die Bienen mich gestoppt. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Nee. Da ziehe ich noch keine Kraft daraus. War das doch wieder so eine blöde Erscheinung? Dann brauche ich erstmal Irden. Irden, hier ist Irden. Dann will ich erstmal volles Leben haben, bevor ich da loslege und die Erscheinung vermöbel. Oder die mich. Speichert so. Na? Taucht sie denn gleich auf neben mir? Hm? Na? Jetzt. Oh, hat sie mich doch erwischt. Aber dafür weicht sie jetzt von dannen. Haha. So. Sehr schön. Und dann kann ich hier halten zum Interagieren. Einen Skillpunkt einsammeln. Und irgendwas ist verbessert. Axi. Aber das verwende ich ja nicht. Die Knie verwende ich ja nur eigentlich. Charakter, Skill, Rüstungsschmelze, Fähigkeit verbessern. Okay. Gut, hier liegt noch irgendwas Totes rum. Nehme ich das noch mit. Erscheinungsmutagen, ah ja, natürlich. Warum sollte ich das auch nicht mitnehmen?
Dann hatten wir da drüben noch ein paar... Oh, hier ist ein Questgeber. Verfügbare Quest. Okay. Den hat es mir auch vorher noch nicht angezeigt, oder? Ach, vielleicht ist die Quest aber erst ab Level 3 verfügbar. Das könnte natürlich sein, nicht wahr? Dann gehe ich erstmal wieder zu Plötze, beziehungsweise rufe Plötze zu mir. Und reite mit Plötze zu den nächsten zwei Fragezeichen, wenn ich denn darf. Hat ja sehr gut eingeparkt. Komm schon! Der alte Plötze. Oder die alte Plötze, wie auch immer. Wie auch immer. Da haben wir die Quest. Nicht so schnell, Plötze. Nehmen wir die doch erstmal an auf dem Weg hier vorbei. Hallo, mein Freund Kaufmann. Was ist passiert? Was gibt's? Monster! Monster aus dem Sumpf! Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nun davon. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexerkodex und so. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen, aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir. Ich flehe dich an. Ja, und was bezahlst denn du? Gut, ich gehe. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Selbstverfreilich. Kostbare Fracht. Und auf der Map muss ich jetzt noch... Da... Noch ein bisschen südlicher. Ist da noch ein Fragezeichen? Mich dahin durchzukämpfen? Ah ja. Da sind wieder mal ein paar nette Gegner. Ah ja. Da sind bestimmt auch unter Bogenschützen dabei. Oder? Dir wird's noch leid tun, dass deine Mama dich rausgepresst hat. Zielt auf seine Augen! Wieso hab ich denn jetzt kein Schwert gezogen? Doch ein Bogenschütze da. Ha! Gekonnt. Ausgewichen den ganzen Pfeilen. Das war doch mal pro-mäßig. Oder? Also ich fand das richtig gut. Hier noch einen kleinen Banditen. Kleiner Knüppel. Na schön. Danke für den kleinen Knüppel. Kleiner Trick. Glaff-Runenstein, Schema kidarischer Gammensonne. Ausgerissene Seite, Genius, Absurd. Alles nehmen. Anfänger-Reparaturset, Nieswurz, altes Ziegenfell, Ohren. Das ist doch bestimmt noch mehr, oder? Oh, hi! Scheiße. Musste mich natürlich noch so ein beschissener Wolf... Entschuldigt, ein beschissener Warg überraschen. Wo auch immer der jetzt schon wieder herkam. Von hier oben, wie es aussieht. Er hat wohl hier gejagt. Sein Wolfsrudel. Was ich jetzt noch komplett auslöschen werde, weil der Wolf mich auch wieder getroffen hat. Gibt's ja wohl nicht. Ich bin doch extra ausgewichen. Alter. Was veranstalten die Wölfe denn hier? Die können doch nicht die ganzen Viecher nur schlachten und die dann rumliegen lassen. Was soll denn das? Ist ja schlimm. Naja, was soll's? Rohes Fleisch für mich. Ohne Ende kann ich was zum Mampfen mir holen. Zeig mir, was du zu bieten hast. Oh. Oh, das tut mir aber leid, kleiner Wolf. Oh. Ein einziges Mal Igni und er war tot. Nix kann er.
Na gut, bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt wirklich alles einsammeln soll, weil das ist echt arschviel. Aber da ist noch ein Wolf und da ist noch ein zweiter Wolf. Kann ich wieder mal Igni einsetzen und den wegzupusten. So ist das echt ganz schön easy jetzt. Ups. Mighty Igni. Einmal getroffen, alle tot. So. Hier lag doch gerade noch was, oder? Noch ein Hasen. Irgendwas. Ich sehe ja nichts. Hallo? Hm? Rohes Fleisch. Na gut, wie dem auch sei. Hab ich's ja noch gefunden. Na ja, gut, die da sonst noch da rumliegen, die lasse ich jetzt mal. Ich will jetzt wieder zum Lager zurück, um ehrlich zu sein. Nach links muss ich dafür. Okay, okay. Fix zu dem Lager zurück und dann, da ist es. Nochmal gucken, ob da noch irgendwas rumstand. Der olle Warg mich erwischt hat, während ich ja eigentlich noch am Suchen war. Explosionsfass nur. Und dann die zwei Kisten da hinten. Hier ist einer im Käfig. Okay, das interessiert mich aber nicht so. Hier haben wir noch etliches drinne. Jägerstiefel, Perlenstaub. Gut. Hey! Lasst mich durch, blöder Baum. Dann werden wir in der nächsten Folge das letzte Fragezeichen aufdecken. Dann dem Typ seine Waren hier im Sumpf suchen. Und wenn wir es noch schaffen, diesen bewachten Schatz entwachen. So, zack, zack, zack. Ja, schön, dass ihr reingeschaut habt in dieser Folge. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder reinschaut. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.